Wir wünschen ihr weiterhin viel Erfolg beim Abnehmen. Immerhin trägt der westliche Lebensstil ja dazu bei, dass immer mehr Menschen teils mit starkem Übergewicht zu kämpfen haben. Einige Möglichkeiten, was man dagegen tun kann, haben wir gerade im Beitrag gesehen. Wir wollen das jetzt noch vertiefen und ich freue mich, dass die Oberärztin Frau Dr. Wasserberg bei mir ist. Hallo, ich grüße Sie. Hallo, grüß Hallo. Sie. Was genau ist denn Adipositas und wie kann man das von ganz normalem Übergewicht unterscheiden? Also da gibt es eine ganz klare Definition. Wir sprechen von Übergewicht, wenn ein Patient einen Body Mass Index zwischen 25 und 30 aufweist. Das ist noch was, was wir in der Normalbevölkerung sehr häufig sehen. Und von Fettsucht, von Adipositas spricht man bei einem Body Mass Index von größer 30, wird dann in drei Grade eingeteilt. Und bei einem Body Mass Index von 40 und größer, das sind wir also schon in ganz erheblichen Größenordnungen, da spricht man dann von der wirklich krankhaften Fettsucht. Und da ist dann auch der Punkt gekommen, wo wir Chirurgen uns an der Behandlung beteiligen können. Das heißt, ab da ist dann auch eine Operation wirklich ratsam. Ja, aufgrund der Leitlinien, die gelten, sagt man am Body Mass Index von 40, beziehungsweise wenn ein Patient schon mit Begleiterkrankungen behaftet ist, die mit dem Übergewicht zusammenhängen, dann darf man auch ab einem Body Mass Index von 35, das ist dann laut der Gradeinteilung die Adipositas Grad 2, operieren. Was für moderne chirurgische Verfahren gibt es denn letztendlich? Es gibt die beiden Standardverfahren, auf die wir hier vielleicht kurz eingehen können, den Schlauchmagen und den Magenbypass, die beide mit einem Verlust des Übergewichts von ungefähr 60% einhergehen. Ganz wichtig ist zu sagen, es ist nicht der Gewichtsverlust, der absolute Gewichtsverlust von 60%, sondern der Verlust des Übergewichts von 60%. Den Schlauchmagen und den Magenbypass haben Sie ja schon erwähnt, aber wie genau funktioniert das dann? Also beide Eingriffe waren mit kleinen Schnitten durchgeführt, mit der Schlüssellochtechnik. Beim Schlauchmagen ist es so, dass wir jetzt in Anführungszeichen einfach einen Großteil vom Magen entfernen, ohne dass die Nahrungspassage, also der Weg der Speise, verändert wird. Die Nahrung passiert nach wie vor den gleichen Weg, aber wir haben statt dem großen, voluminösen Magen nur noch einen dünnen, kalibrierten Schlauch, den wir auch tatsächlich bei der Operation mit einer Kalibrierungssonde anlegen. Vorteil von dem Verfahren zusätzlich dazu, dass der Magen wenig Füllungsvermögen noch hat, ist, dass der Anteil des Magens entfernt wird, wo ein Hungerhormon produziert wird, sodass auch am Anfang die Patienten deutlich weniger Hunger haben und nach diesem Verfahren eigentlich dann auch oft sehr zufrieden sind, weil sie sagen, Mensch, der große Heißhunger ist nicht mehr da. Beim Magenbypass, das funktioniert ganz anders. Da bleibt alles, was wir haben an Organen im Körper, aber der Weg der Nahrung wird verändert. Man durchtrennt sehr weit oben in Richtung Speiseröhre den Magen, sodass nur noch ein ganz kleiner, wir nennen das Pouch, ein kleiner Magenanteil stehen bleibt und verbinden diesen Anteil mit dem Dünndarm, den wir auch im relativ oberen Dünndarmbereich durchtrennen. Die Konsequenz ist aber die, dass die Speise und die Verdauungssäfte ein ganzes Stück weit getrennte Wege gehen. Und vor allem, dass der Zwölffingerdarm nicht mehr in der Nahrungspassage enthalten ist. Das wiederum hat ganz erhebliche Auswirkungen auf die Insulinresistenz im Körper, sodass Diabetiker völlig unabhängig von der Gewichtsabnahme auch oft bei nicht lange bestehendem Diabetes eine ganz entscheidende Verbesserung von ihrem Diabetes erfahren. Warum das so ist, das sind Hormonkaskaden, die wir ehrlich gesagt alle auch noch nicht verstanden haben. Da wird fleißig geforscht. Aber Fakt ist, dass es tatsächlich so ist und dadurch der Magen-Bypass das Verfahren ist, das wir den Diabetikern, wenn es aufgrund der ganzen Begleitumstände möglich ist, auch bevorzugt anbieten. Und wie darf man sich so eine Operation vorstellen? Ist das ein richtig schwerer Eingriff? Also das ist insofern groß angelegt, die Chirurgie, weil die Patienten natürlich Hochrisikopatienten darstellen. Das ganze Setting, das ganze Umfeld muss entsprechend eingestellt sein. Deswegen sollte man das auch nur an Zentren operieren. Man braucht entsprechende Operationstische, die die schwere Last aushalten. Man braucht spezielle Betten, man braucht spezielle Patientenhemden, Toilettenstühle, all diese ganze Ausrüstung. Und es ist natürlich so, dass das Narkoserisiko von krankhaft übergewichtigen Patienten deutlich erhöht ist. Man braucht also ein gutes Monitoring während der Operation, nach der Operation. Insofern sind es Hochrisikoeingriffe. Operativ machen wir diese Eingriffe in Schlüssellochtechnik, um die Wundflächen möglichst gering zu halten, haben entsprechend extra langes Instrumentarium
Und in der Regel funktioniert das aber sehr gut. Was muss denn der Patient dann nach der Operation beachten? Muss er sich umstellen in seiner Ernährung oder darf er dann auch wieder Sport treiben? Ja, das ist ganz wichtig, dass Sie das ansprechen. Der Patient soll unbedingt wieder Sport treiben. Jetzt zwar nicht gleich am zweiten Tag nach der Operation, das wird er auch nicht können, aber in angemessenem Abstand von ungefähr 4 bis 6 Wochen muss der Patient unbedingt wieder mit sportlichen Aktivitäten anfangen, beziehungsweise diese aufnehmen, sobald er dazu in der Lage ist, wenn er sich in einem Body-Mass-Index-Bereich befindet, wo er das jetzt vor der Operation nicht kann. Der Patient muss komplett seine Ernährung umstellen. Wir besprechen es mit den Patienten im Vorfeld. Die sehen alle unseren Ernährungsberater. Die wissen genau Bescheid, was auf sie zukommt. Denn diese Operationen sind niemals Alleingänger. Man braucht, sie sind eigentlich nur eine Hilfestellung, dass man seine Ernährungsgewohnheiten umstellen kann. Gibt es denn auch plastische, ästhetische Folgeeingriffe? Denn wenn jemand viel abgenommen hat, ist womöglich auch viel Haut übrig. Ja, die gibt es. Die muss der Patient dann, so wie die Operation auch, bei seiner Krankenkasse gesondert beantragen. Sollte man dann durchführen, wenn ein wirklich gutes, also wenn eine gute Gewichtsabnahme stattgefunden hat und ein stabiles Endgewicht erreicht ist. Sie haben vorhin schon von ein paar Risiken gesprochen während einer Operation. Würden Sie prinzipiell trotzdem zu einer Operation raten? Also ich würde dann zu einer Operation raten, vor allem wenn der Patient selber sagt, er ist soweit, er hat alles versucht, es ist alles gescheitert, er ist an einem Punkt angekommen, wo er es alleine nicht mehr schafft. Dann ist das Operationsrisiko, gut, ich bin Chirurgin, ich muss das so sagen, aber ich bin tatsächlich der Überzeugung, dass das Operationsrisiko absolut vertretbar gering ist im Vergleich zu dem Risiko, das auf den Patienten zukommt, wenn er diese ganzen Adipositas-assoziierten Begleiterkrankungen, also die Begleiterkrankungen, die mit dem Übergewicht zusammenhängen, entwickelt, wie zum Beispiel Bluthochdruck, Blutzucker. Das führt zu einer ganz erheblich erhöhten Sterblichkeit auch der krankhaft übergewichtigen Patienten, die man verhindern kann, wenn man die Patienten operiert. Gut, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und weiterhin Erfolg bei Ihrer Arbeit. Danke Ihnen. Vielen Dank.